Ihr habt mich in letzter Zeit häufig nach meiner Bewaffnung gefragt. Ich habe dazu zwar schon mal ein Video gemacht, aber da hat sich seit Motherland einiges bei mir privat auch geändert und deshalb mache ich jetzt einfach mal noch ein neues Video. Die Kleidung, die ist komplett gleich geblieben, deshalb gehe ich da jetzt nicht mehr wirklich drauf ein. Wir gehen jetzt nur noch einmal schnell durch die Waffen. Erstmal die Pistole, das ist die USP-Tactical mit dem Standardmagazin Schalldämpfer und APR-X3 Laser, da hat sich also auch nichts geändert. Was sich aber geändert hat, ist das Sturmgewehr, denn da nutze ich jetzt die ACR. Und zwar mit kurzem Lauf, erweitertem Magazin, Schalldämpfer, Maul-DA Laser, dem Visier EXP3 XG33, das ist das Reflexvisier, oder ne, Holovisier heißt es, mit Vergrößerer, den STK verbessert Schaft, Auto-Einzelschuss, Abzug und den vertikalen Handgriff Shift. Gut, Farbe kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich nutze hier aktuell Kryptek Typhoon, aber das ist ja jedem selbst überlassen, welche Waffenfarbe er gerne verwenden möchte. Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen, konnte dich ein bisschen aufklären über meine aktuelle private Bewaffnung. Im Let's Play von Episode 3 nutze ich wieder die 416 tatsächlich, aber privat nutze ich eigentlich nur noch die ACR, weil die einfach geil ist und geil blinkt, seit dem Motherland.